Guten Morgen, meine Freunde. Willkommen aus Winterberg. Das hier ist mein Kameramann Emil. Boah, was in die zwei gedrückt. Hast du gerade gepopelt? Wir sind hier zur Rock-WM in Winterberg und es wird absolut Bock. Mit anderen sind Monte hier, Knossi, Trimax, Sascha, Kevin, Luca. Es wird eine ganz wilde Zeit und jetzt geht's rein ins Training. Geil, wenn man hier mal Aufzug trifft. Wie geht's dir? Hast du abgenommen? Gut siehst du aus. Jens? Also sagst du, alles gut, ja? Ist das easy? Ist alles gut. Easy machbar? Das ist easy, das macht man super. Nicht hektisch werden, das ist ganz einfach. Richtig. Den habe ich gefahren, den Viererbock, den Einerbock. Guck mal, ich meine, du hast 12 Stunden Seven in the Wilds ausgehalten. Weißt du, was ich meine? Ich habe ihn nicht drauf. 12 Stunden? Das kriegst du schon gut gerade hin. Das kriegst du hin, oder? Das kriegst du drauf. Das heißt, das für dich halt so ein Beinbruch und für mich auch. Ich brauche von dir noch einen motivierenden Spruch. Ganz einfach, das schaffst du. Du wirst ganz cool runterkommen. Natürlich sind wir im Endeffekt auch Konkurrenten, aber auch Kumpels. Alle sagen, auch Elton hat ja gesagt, bei Wer weiß denn sowas, dass es richtig wehtut, ne? Dass es voll schmerzhaft ist, so. Und auch jetzt alle sagen so, ja, ist wie Achterbahn, nur viel schlimmer und so. Wir fahren jetzt zum Glück nur Team Rock und nicht Einzelrock. Das Problem ist, wenn ich jetzt vorne sitze, habe ich das Ding, dass Kevin, Papa Platte, der extrem adipös ist für seine Größe, ne? Also wohlwollend fett, wenn man das so sagen möchte, mir jetzt hinten in die Wirbelsäule kracht und mich dann quasi damit halt auch wirklich auf Lebenszeit zeichnen könnte, ne? Wo ist Monte? Guck mal hier, man kann sehr gut erkennen, dass ich's bin, oder? Man sieht das alles, ich bin richtig. Digga, die haben Bild genommen. Ey, warte mal, was ist meins, Alter? Zeig mal bei dir. Oder Vorzeigebild. Professionell, Alter. Vorzeigebild. Professionell. Raab TV. Pass auf. Es ist immer noch besser als das hier, warte. Das ist das schlimmste Bild von mir. Das bin ja nicht ich. Nein, wir können es jetzt einmal öffentlich sagen. Knossi hat 16 Stunden ausgehalten auf der Insel. 16 Stunden, Moskitobiss, hat gejuckt, sich entzündet, geblutet, Notfallkoffer, rote Pistole, abgedrückt. So ähnlich war es wirklich. Ist schon gut, oder? Kann eigentlich nichts passieren, ne? Junge, was für ein Mann. Was für ein Mann. Unglaublich. Kannst du kurz Socken ausziehen für mich? Nee, wir sitzen hier. Ich würde sie mal kurz in den Mund nehmen, wenn es geht, ja? Ich hätte dir jetzt die Hand gereicht, ja? Und hätte dir meine Füße gezeigt. Ja? Aber da damals die Füße deiner Freundin zensiert hast, obwohl ich gesagt habe, du sollst eine Fußmassage geben, das bin ich sehr nachtragend. Ja, verstehe ich. Aber es gibt ja immer wieder Möglichkeiten, ne? Ja. Vielleicht gehen wir mal schwimmen eine Runde oder so und dann kannst du mal. Ich sehe uns heute auch schwimmen, ja? Sag ich auch ganz ehrlich. Wir sind aber wieder die einzigen seltsamen Leute, die hier filmen. Knossi hier in Instagram-Story, während sich alle nachmachen, nicht mit der Kamera. Nein, nein, nein. Wir gehen uns jetzt ready machen für die Pressekonferenz. Ich finde, wir sehen ein bisschen aus wie Spezialeinheit, oder? Aber gut, zum Kämpfen ist nicht, ne? Das fühlt sich ziemlich beengt an, oder? Ich glaube auch, die haben auch wirklich von uns, guck mal, die haben ja Leute gehabt, die hätten Sascha nehmen können, Max, alle. Jetzt haben die uns drei für die Pressekonferenz ausgewählt. Wie dumm. Ja, ich verstehe auch nicht bei dir, warum? Ich weiß auch gar nicht, warum ich hier eingeladen bin, ehrlich jetzt. Reichweite ist ja keine mehr da. Wie läuft denn YouTube überhaupt? Ich habe es gar nicht so auf dem Schirm. YouTube läuft ganz okay. Ja? Twitch könnte natürlich wie immer besser, ne? Ja, lief auch noch nie bei dir. Ich bin hier, ja, für Nerf. Kevin, Luca, was soll das? Digga, die reisen erst morgen an. Das ist doch krass. Das kann doch nicht sein. Eine Vox-Simulation für den Computer irgendwie? Ich glaube, da bist du mehr Experte, ne? Kann ich dir nicht sagen. Ich glaube nicht. Glaub's nicht. Was hat dich dazu bewegt, hier hinzumachen? Ich habe einfach Bock drauf. Ich habe einfach Bock, hier durchzuziehen. Ich muss auch nochmal an mein Team, was ja jetzt auch netterweise schon hier ist. Luca feiert gerade noch Karneval in Köln. Ja. Kevin ist noch nicht wach. Ich freue mich sehr, dass ich mit diesen Spitzenathleten hier antreten darf. Ja, aber trainieren solltet ihr ja schon so ein bisschen. Ich war ja schon mal da. Ja, ja, was noch? Aber das Team muss ja trainieren. Ja, aber ich war ja alleine. Ich war ja mit. Ich gehe einfach runter. Ich glaube, wir haben schon gesprochen. Wir könnten auch heute noch ins Bergheim, wenn du magst. Ich muss dazu sagen, es ist absolut geil. Komplettes Team von denen da. Luca ist noch besoffen, Karneval feiern. Kevin ist noch am Pen. Trimax wiegt 120 Kilo. Ist eh egal, der setzt sich einfach nur rein, fährt runter. Und mein Team ist einfach nicht da. Ich habe meinen Teammember jetzt hier, Kevin, Babplatte. Wir müssen dazu sagen, Luca ist gerade noch in Köln am Karneval feiern. Ja, der säuft sich gerade noch ordentlich. Der ist rein. Richtig voll, wenn der hier ankommt, das ist super. Und weißt du, was das Problem ist, ehrlich? Guck mal, die anderen, die haben halt Trimax. Das heißt, die haben einfach vorne einen 130 Kilo Zementblock sitzen. Und wenn unser Wildcarder, Digga, wenn unser Wildcarder nicht wirklich ähnlich liegt wie der, ja, Bro, dann haben wir da keine Schnitte, ehrlich. Ich hoffe auch. Ich weiß nicht, wie viel wiegst du, weißt du das? Ich knapp 80. Monte glaubt mir nicht, er sagt 79, ich sag 80. Ich hab 75 grad. Okay. Luca wird so, glaub 85 wiegen. Ja. Also eigentlich so. Luca muss wahrscheinlich ganz vorne sitzen. Männliches Durchschnittsgewicht, so genau. Ja. Aber das Ding ist, unser Wildcarder, Bro, wir brauchen jemanden, der über 100 Kilo wiegt. Das ist so. Ja. Ich hoffe, wir haben einen richtig fetten Wildcarder. Ich hoffe, wir kriegen so. Guck mal, Digga, das ist ein Team aus NFL-Footballspielern. Die wiegen alle 120 Kilo plus. The fuck. Digga, das ist NFL. Fahren wir? Ja. Digga, wir sind Team Fliegengewicht, die sind Team schwer. Unglaublich. Hör mal auf, das zu sagen. Oh mein Gott. Aber meine sehen cooler aus. Hi. Oh mein Gott. Du bist stabil. Was wiegst du? Du wiegst ultra viel. Was wiegst du, Mann? Über 100? Ja, ja. Was wiegst du genau? Ich glaube 120. 100! Hallo. Luca, unser Wildcarder wiegt 120 Kilo, Digga. Digga, bist du noch voll? Hauch mich mal an.
Du hast getrunken, ich riech's. Nein, nein. Du warst Karneval feiern. Ich hab ein alkoholfreies Bier getrunken. Ja. Ehrlich jetzt. Mach Luca, komm, wir müssen jetzt. Was wiegst du, Luca? 85? 42. 42, okay. Dann hast du den kleinsten Schwanz von uns. Und wir haben hier so eine kranke Teamenergie und dann kommt er und... Du hast eigentlich so einen Anzug an und... Digga, weil ich bereit so bin. Weil ich bereit bin für den Kampf. Oha, Digga, da kommt aber was. Boah, weiß ich jetzt boah, Kevin, nicht, aber war gut. Oder der wird getötet im Dezember. Halt mal kurz, jetzt schlag ich einmal zu. Gib mir mal eine Testbombe in den Bauch. Eine Testbombe in den Bauch? Ja. Boah, es gibt einen richtigen. Was? Ja, Bro, 80%? Wir machen 100%igen. Aber damit rechts, ne? Aber in den Bauch, nicht in Solarplexus. Solarplexus? Nicht in Solarplexus. Ach so. Aber war okay. Was war okay? Hat ein bisschen gemerkt. Und auf! So machen wir es gleich, nämlich Jungs. Ich gebe Kommando, dann laufen wir da rein. Was ist das dumm? So, kurz unter uns. Erster Run war natürlich eine kranke Nummer. Ganz, ganz wild. Wir haben gerade schon gegessen und wir sind 1:05 gefahren. Die anderen Teams waren 4 Sekunden schneller. Das heißt, wir müssen da auf jeden Fall noch ein bisschen aufholen. Aber mit unserem Durchschnittsgewicht von, ich glaube, wir kommen so auf 320. Ey, wir haben hier Leute, die wiegen eine halbe Tonne im Team. Das ist verrückt. Ne? Max, kann ich kurzes Fazit von dir haben? Bist du zufrieden mit der Platzierung? Ja, 4. Platz ist doch super von 10. Ihr seid nur 6er. Das wird mehr stinken. Johannes, ja? Kannst du uns kurz die Strategie erklären für heute? Gewinnen? Was hast du gerade gemacht? Wir hatten Respekt vor Kurve 9, weil das die gefährlichste ist. Ja. Das Ende von Kurve 9. Ja. Deswegen haben wir am Anfang Kurve 9 vorsichtig reingegangen. War der Fehler so doll gegen die Wand, du aus dem Bock geflogen bin. Speed da rein, ne? Ich bin aus dem Bock geflogen, saß dann neben dem Bock. Tossi konnte sich zurückretten und dann bin ich ein Drittel der Strecke neben dem Bock gerutscht. Beziehungsweise war so hinter mir. Echt jetzt? Auf dem Hintern, ja. Und ihr habt trotzdem Dritter. Wir sind trotzdem Dritter. Was haben die anderen gemacht? Wahrscheinlich einfach nicht so gut. Aber der gewesen, erste, ne? Die ersten zwei Drittel waren richtig krass. Deswegen waren wir auch erst so schnell. Wie viel? Das habt ihr gebraucht? Wie lange? Eine? 1:1. Obwohl ich ein Drittel der Strecke draußen war. Das ist gut, das ist gut. Wenn wir die Kurve packen, dann wäre erster. Fahrt 5, 6, 7, 8 sind alle aus den Box geknallt. Die Bahn ist heute zu schnell. Ich wünsche euch viel Spaß. Was hat er gesagt gerade? Ich habe nichts verstanden, Alter. Liebe Grüße gehen raus an alle Zuschauer damals in der Boxarena, Lanxess Arena, bei dem Kampf Max gegen Mickey, die bei Sebastian immer geboot haben. Für die hat sich Sebastian was einfallen lassen und zwar eine kleine Ansage. Ich übe das Ganze aus, weil Sebastian kann gerade nicht. Genau, das ist für euch, damit ihr endlich das bekommt, was ihr wolltet. Oh. Der, du hast genau daneben getreten, oh. Unter dem Protektor. Oh. Luca, hast du noch letzte Worte, bevor ich dir den Schwanz abbeiße? Weltmeisterschaft 2022. Wir haben auch noch tatsächlich zwei Fans, die hier was gewonnen haben. Die sind auch noch gekommen. Was machst du beruflich? RTL 2. Okay, und was machst du so? Ich hab mich einfach reingeschlichen. Sehr cool. Du bist ja ganz vorne bei... Er ist wieder komplett high. Genau in dem Moment, wo ich ja Kamera drauf habe, das ist wunderbar. Jens! Digga, du siehst wirklich echt. Also, ich war mit Papa gestern noch auf dem Trainingsgelände. Der ist sogar schief, der Helm. So, jetzt. Junge. Safety first. Ja, vollkommen.